Auch bei den Gipfelstürmer des Hornberglaufs gab es ein Jubiläum. Dazu fanden sich 200 Teilnehmer bei der 30. Auflage des Berglaufs aufs Kitzbüheler Horn ein, um im Stadl an den Start zu gehen. Darunter auch Teilnehmer aus Kenia, die den Sprint aufs Horn maßgeblich entscheideten. Der Hornberglauf. Franz, erzähl uns einmal, wie das vor 31 Jahren überhaupt losgegangen ist. Ja, losgegangen ist eigentlich vor 32 Jahren. Weil da habe ich die Idee gehabt, weil ich schon so, bin viel im Ausland gelaufen. Und dann habe ich eben die Idee gehabt, dass ich eigentlich mehr so einen super Berg als wir es haben. Und die einzige Bergstraße, die es gibt auf der Welt, was ich weiß, sind die viel auf dem Weg, wo eine Straße am Gipfel umendet. Auf Asphaltstraße. Und dann haben wir damals gesagt, ja, das war eine Attraktion. Und ja, der DVB unter der damaligen Leitung, ein Direktor Josef Zirpi. Und die waren begeistert. Die haben natürlich gemeint, wer wärst du nach Kitzbühel, kommen zum Berglauf. Und naja, wir haben das nachher gemacht. Und wir sind ein Jahr vorher, also im Jahr 78, bin ich damals mit dem Brunner Simon, wie wir sagen, ein Kirchberger, jetzt ist er Gendarmeriebeamter, Bundesbeamter, sind wir damals aufgelaufen und vom Radlfahrerstart aufgelaufen bis zum Alpenhaus. Im Bulk der Radfahrer, beim Radrennen. Und das war eigentlich ein Test. Der Simmerl, der Brunner, der war, wie sagt man, Herrenläufer. Und ich war damals schon bei der AK2. Und das war eigentlich ein Test. Da sind wir, glaube ich, ich habe diese Dinge noch daheim, die Unterlagen, das habe ich aufgeschrieben, also einen Zieleinlauf, den habe ich noch daheim. Ich weiß nicht genau, ich glaube, da sind wir alles als 11. aufgekommen. Und ich glaube, so als 36. also ein Ding. Schon von Beginn an konnten sich drei Kenianer vom Feld absetzen. Geoffrey Gikunin Yungdu, Isaac Torojic Koske und Elvis Kipruti Mayo konnten ihren Vorsprung halten und sicherten sich so einen überlegenen Kenia-Dreifacherfolg. Und wie viel haben euch damals dann die Radlfahrer abgekriegt? Ja, das war eigentlich nicht so viel. Nicht. Der Simmerl war, glaube ich, so bei den ersten 15 dabei. Und ja, ich war damals sind so 80, 85 Radlfahrer gestartet. Und ja, ich war zum 37. glaube ich oder sowas. Und der Simmerl war unter den ersten 15. Also das war auf alle Fälle ein guter Erfolg. Und da war eben damals noch der Herr Stache da vom ORF, der hat ja das aufgenommen. Und der hat mich noch unten interviewt, das war ich noch gut damals. Weil mit mir, die haben wir jetzt erst nicht so genau Bescheid gewusst. Das hat eben nachher der Herr Zirp mit ihnen das alles geflötet, wenn man so schön sagt hat. Und na gut, und dann habe ich ihm nachher ganz öffentlich bekannt gegeben, dass wir im Jahr 79 den ersten Kitzbüheler Hornlauf machen. Nicht? Und das hat nachher super eingeschlagen. Also nicht nur das, dass da der ORF das da gesagt hat, sondern überhaupt. Und dann haben wir bei der ersten Veranstaltung haben wir 283 Läufer im Ziel gehabt. Und das war natürlich ein super Erfolg. Nicht? Und das war richtig. Das war der erste Lauf war ja sowieso mit. Da könnt ihr Anekdoten erzählen. Das war ja, erst einmal hat es am Freitag geschneit, gestürmt. Haben wir da herum 30 cm Schnee gehabt. Dann wollten wir schon da herum ansagen. Also das Ziel unten beim Alpenhaus machen. Aber dann ist am Samstag so schön Wetter geworden, ungefähr so gleich wie heute. Und warm und der Schnee ist grüner. Der Schnee ist grüner, da waren nur noch so Schneeflächen auf dem Gras da. Und also, so kein Mensch überhaupt was gewusst, dass das da schon schlecht Wetter war oder dass da außer die Schneeflächen, die Leute haben sich ja gewundert, nicht? Weil die sind auch von Deutschland und von überall schon damals gekommen. Nicht?
Nein, das hat sich eigentlich ganz gut danach entwickelt. Wir haben da höchste Teilnehmerzahl, haben wir fast 700 Schleider mal gehabt. Das war natürlich ganz gut. Nur, wie ich schon sagen soll, es ist halt in den Laufsport zu wenig investiert worden, immer fremdenverkehrstechnisch. Gell? Weil, wenn man halt sieht, da gehören so Package angeboten. Mhm. Eine Woche in Kitzbühel Aufenthalt, dass da ein paar Hotels mitmachen. Du verstehst, was ich meine. Das machen sie anders. Da dann sie sich auch wundern, dass die und da so und so viele Leute haben. Also wir heuer, weißt du, wie viele Leute das heuer beim Glocknerlauf gehabt haben? 983. Wie viele waren es jetzt beim Hornberglauf? Ja, heute kommen wir so auf knapp 200. Aber diese 200 Läufer haben ja heute traumhafte Bedingungen vorgefunden. Zum Laufen war es ja heute wirklich optimal. Ja, es war optimal, aber einigen Läufern, was ich so erfahren habe, war die Luft zu kalt. Also dadurch hat sich ja in der Spitzengruppe so, hat sich so in die Länge gezogen, als wäre ein Bandelwurm. Also das war die Abstände waren in der Spitze, von den guten Läufern waren die Abstände zu groß. Mhm. Weil wenn ich bedenke, dass da nur ein Läufer unter die Stunde aufgekommen ist und die anderen nachher 1.00, 1.02 und so, das sind ja an und für sich für Klasseläufer mäßige Zeiten, wenn man das einmal genau nimmt. Nicht? Also die kalte Luft vielleicht schuld, dass es heute keine neue Bestzeit gegeben hat? Ich möchte sagen, überhaupt für die Kenianer, die sind natürlich die Wärme gewohnt und die richtige Wärme nicht. Das kommen ja aus heißem Land und so. Aber der eine, der Beste von dem Kenia-Team, der hat gewonnen, der hat verdient gewonnen. Das ist ja logisch, die habe ich verpflichtet, insofern verpflichtet, weil das Läufer sind, die was günstig zu haben sind, wenn man so schön sagt, günstig zu haben. Da wo es nicht $50.000 oder $80.000 zahlen musst, dass sie überhaupt starten, sondern die starten wegen denen, die laufen in Österreich und in angrenzenden Schweiz sind sie gelaufen. Mhm. Mit Sitz der Hebamme unten auf der Back, da in Zentralien, da sind sie jetzt 3 Monate lang umeinander gefahren. Und heute haben sie ihren letzten Auftritt in Österreich gehabt und morgen fliegen sie heim nach Kenia. Also heim. Und das bisschen Geld, was da bei dir unsere Rennen einnehmen, kriegen, verdienen, was sie sich erlaufen, wenn man so schön sagt, mit dem Geld dann sie unten eine Schule bauen. 80 Kilometer südlich von Nairobi. Also und alles für einen guten Zweck. Ist ein richtig ein guter Zweck und da war ich natürlich sofort dabei, wie mich der Manager, der Herr Kreitschi, angerufen hat. Und da bin ich sofort dabei und das ist ein, wie sagt man, leistbar für uns und sie haben einen Nutzen davon. Mhm. So ist das gewesen heute mit der ganzen Veranstaltung heute. Es haben sich viel gewundert, dass da heute sieben Kenianer, also 6 Männer und eine Frau am Start waren. Nicht? Weil die sind heute da mit dem ganzen Team gestartet, also was da was sie in Österreich waren. Nicht? Weil normal haben sie sich am Wochenende ja aufteilt, sind dort 2 gelaufen, dort 2 und so. Nicht? Aber heute sind sie mit einem Ding, die fahren heute zurück mit einem Auto nach Wern und morgen nach Kenia. Da sehe ich mir es nicht mehr. Vielleicht merkst du. Bei dem Berglauf gibt es ja nach wie vor keine Altersbegrenzung, aber es gibt was Neues jetzt bei diesem 31. Lauf, dass der eigene Klasse macht für die Senioren mit eigener Strecke. Mhm. Sehr schön, dass du drauf gekommen bist. Und zwar, wir haben die Männer 80. Die Männer 80, das sind ganz
alte ehemalige Sportler, die was einfach nicht lassen können, wenn man so schön sagt. Gell? Und die haben mich angegriffen und da haben wir haben ja da unseren Verein, den alten Herrn Kürz, den Otto, der was eigentlich sonst überall der Letzte ist, mit großem Abstand. Und ich habe ihnen ans Angebot gemacht, sie dürfen ab dem Alpenhaus starten. Die haben es nur 2,5 Kilometer. Können sie mit den Schülern auflaufen, sie haben ihr eigenes Rennen und das passt. Okay, gesagt, getan. Und jetzt haben wir heute 85-Jährige, der Älteste 89, der Herr Steinhauser, Max aus Lienz, ist Jahrgang 1920. Das muss man sich jetzt erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja, kostet ja normalerweise gar nicht viel stehen. Aber die waren alle so begeistert. Und der Steinhauser, der Max, hat nicht zu mir gesagt, darfst aber nicht laut telefonieren. Und ich sage, ja, soll ich dich jetzt anrufen oder nicht? Sag ich, weil das Telefon klingelt allweil gleich. Ja, sagt er, aber meine Frau darf das nicht wissen, dass er da immer schlafen, dass er sich das noch antut in seinem Alter. Aber weil er da gefragt hat, dass er Leute 2,5 Kilometer aufmachen kann, da hat er sich gesagt, das gibt es noch. So war das. Ja, und wie jetzt die Resultate da von den älteren Herren sind, weiß ich noch gar nicht, das habe ich die Listen noch nicht gesehen, aber sicher sind die tadellos aufgekommen, weil sogar der Otto schon herum war, wie ich mit dem Rennleiterwagen von der Stadt aufgekommen bin. Also sind die alten Herren tadellos aufgekommen. Im Zug mit den Jungen hat das anscheinend sehr gut hingehauen. Und du, wenn 5 Teilnehmer der Männer 80, wo gibt's das? Das ist einmalig. Die Siegerehrung des Bergstraßenlaufs auf das Kitzbühelhorn fand traditionsgemäß im Alpenhaus statt. In erster Linie wurde allerdings Franz Buckel für seine nimmer müde Arbeit und seinen Leistungen hochgelebt und von vielen Seiten gewürdigt, wie man es nicht alle Tage sieht. Ein sichtlich gerührter Organisator versprach daraufhin, den Laufsport wie bisher zu unterstützen und den Hornberglauf weiterhin zu veranstalten. Musik.